Hilfreich. Ich habe mein GoPro-Equipment am Motorrad wieder ein bisschen verfeinert und weiterentwickelt. Technik entwickelt sich und immer wieder hört man was Neues. Und selber ja, steigen auch vielleicht die Ansprüche, dass man sagt, es sollte vielleicht doch ein bisschen besser werden. Und somit haben wir die ein oder andere Nachrüstung jetzt einmal vollzogen. Und das ist jetzt die Probefahrt, zum Schauen, ob das Ganze jetzt als Gesamtpaket alles miteinander funktioniert. Was genau im Detail wir jetzt das gemacht haben, nach dem Intro. Das macht nichts, weil den überholen wir eh gleich. Ich nehme euch jetzt noch ein paar Meter mit, dann habt ihr vielleicht einen Eindruck, wie die Bullen so ausschauen. Wir haben ein bisschen den Fokus drauf gelegt, dass die Bilder ein bisschen smoother vorbeiziehen, dass das Ganze nicht so abkackt wird. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und die Bildqualität ist ja eigentlich ja nur die halbe Miete. Der Ton spielt ja eine entscheidende Rolle und vor allem die Frage ist ja immer, wie löst man das mit dem Intercom, wie nimmt man das elegant irgendwie mit einer GoPro oder dergleichen auf. Ich habe mir jetzt eine, finde ich, lässige Lösung überlegt und zwar mit Hilfe von einem kleinen Bluetooth-Empfänger, der eigentlich für Autoradio gedacht ist, fürs Handy, als Freisprecheinrichtung oder einfach um die Musik zu hören. Der wird über Sportnetz ganz normal mit 12 Volt bestromt und mit meiner Kommunikationslösung im Helm ist das SLR2 von Zena, gibt es ja die Möglichkeit, eine universale Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Hat allerdings den Nachteil, dass wenn ich jetzt eine universale Bluetooth-Verbindung aufbaue, die Kommunikation zwischen den Helmen leider nicht mehr in HD-Qualität ist, sondern nur in Bluetooth-Qualität. Ja, man hört ein bisschen Knacken, die Qualität ist nicht ganz so gut, aber wir können uns verständigen und immer fährt man ja jetzt alle wirklich mit einer GoPro rum und in den Momenten, wo wir dann mal was aufnehmen, können wir die bisschen verminderte Qualität schon verkaufen. Jetzt wiederum hat natürlich den Vorteil, ich habe hier keinerlei Kabel, gar nichts, ich brauche auch keine GoPro hier am Helm, damit ich mir dann den Ton holen kann. Und die Kommunikation ist mit einem Tastendruck, ist die hergestellt und somit völlig elegant gelöst. Hinten im Heck ist dann da noch dieser Audioadapter von GoPro. Da kommt dann das von dem Bluetooth-Empfänger als AUX-Eingang quasi rein. Und so geht es dann hinten auf die GoPro im Heck dann. Im Detail nehme ich euch dann nachher mit. Und dann zeigen wir das einmal ohne Fahren, ohne Windgeräusche, ein bisschen genauer. Bis dann. So, jetzt noch einmal in Ruhe und im Detail mein GoPro-Equipment. Ja, ganz vorne fangen wir da mal an. Da arbeite ich mit einer Simmer GoPro. Die hat jetzt aktuell einen 16er ND-Filter drauf. Vom Setting her, die ISO ist nach oben hin auf 800 begrenzt. Der Winkel ist linear. Daneben als Facecam nutze ich eine alte Apeman. Das war so zu meinen Anfangszeiten. Und hier hinten am Heck habe ich eine 5er GoPro. Die hat einen 8er ND-Filter drauf und die ISO ist dabei auch auf 800 nach oben hin begrenzt.
Bestromt wird das Ganze hinten einmal über einen 5-Volt-Adapter von SB Connect. Damit befeuere ich hinten drin den Audio-Adapter, der dann eben hier wieder, räume ich das mal raus, ist der Audio-Adapter, der mit den 5 Volt befeuert wird. Und hierüber kommt dann von meinem Bluetooth-Empfänger, der auch hier hinten drin sitzt, das ist eben der von Watermark, die Audiosignale. Genau. Ja, bestromt wird vorne die ganze Gaudi. Einmal hier die Fernbedienung für die beiden GoPros. Dann eine Stromversorgung für die Elbman. Da habe ich hier eine hübsche kleine Powerbank drin, die versorgt da vorne alles mit Strom. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich hier nochmal einen Anschluss, der mit so einem Magnetpump befeuert wird, den ich normalerweise an meinem Handy dort habe. Fürs Handy habe ich auch 5 Volt Stromversorgung, eben auch von hinten nach vorne gezogen. Und der Anschluss erfolgt hier einfach mittels Magnetkontakt. Genau. Und wenn ich es wirklich bräuchte, kann ich mir den da anschließen. Und somit kann ich während der Fahrt auch meine Powerbank wieder bestromen. Ja, alternativ haben wir hier noch einen Haltepunkt für die GoPro. Die filmt dann so aus dem Blickwinkel raus. Gibt dann oft auch ganz nette Ansichten. Ja, das wär's mal. Soweit, so gut in Kürze. Aber echt, Leute, wie könnte man bei dieser Aussicht nichts aufnehmen wollen? Das geht gar nicht.